So, ganz kurz hier unten gucken. Da liegt nämlich eine Brombeere schon rum. Die können wir mitnehmen. So, mehr liegt hier aber auch nicht rum. So, ba 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 bam. So, da haben wir das zumindest hier schon mal gemacht. Die dumm. Da di di da bi di bi dumm. Dumm du dumm. Dumm. Die dumm, die dumm, dumm. Mir fällt gerade ein, bevor wir jetzt gleich mal gucken gehen, ob wir den Shane in der Range antreffen. Wir haben ja noch die Aufgabe von Levis seiner Unterhose. Da möchte man ja vielleicht auch mal hin und wieder mal dran denken. So, das kann weg. Nehme ich mit. Und ja. Den nehme ich mit. So, der kann weggeräumt werden. Den nehmen wir mit. Der ist für Shane. Hier hau ich ganz kurz das rein. Das kann man auch erstmal wegräumen. Ja, ist ja gut. So. Den Sprenkler, den Qualitätssprenkler, den wir jetzt quasi bekommen haben. Ich würde ihn am liebsten da reinsetzen, aber da komme ich nicht ran. Pass auf, da setze ich den jetzt einfach hier hin. Achso, das sind die Peperoni gewesen, ne? Ich setze ihn einfach zum Mais. So, haben wir wenigstens ein Problem schon mal weniger, was wir uns mit Gießen kümmern müssen. So, in der Mine kriegt er die großen Klopper hier weg, ne? Bloß hier draußen nicht. Eigenartig, eigenartig. So, wie sieht's denn hier aus? 150 von 240. Da haben wir einen Shane zumindest schon mal. Da können wir den die Edelwicke geben. Da ist das erledigt. So, die Mutter ist gar nicht zu Hause. Ja, gut. So, schauen wir doch mal rum. Vielleicht finden wir ja auch noch das ein oder andere Gemüse. Wobei ich dir ganz ehrlich sage, ich würde ja fast ganz gerne lieber auf dem Hof weitermachen wollen. So, erstmal ganz kurz gucken. Natürlich ist der Wagen auch wieder da. So, was hat sie denn? Ein Gotteslachs. Brauchen wir noch Gotteslachs? Das ist jetzt die Frage. Tresor, Heizraum, Aquarium. Gotteslachs haben wir schon. Brauchen wir also nicht. Hallo, gnädige Frau. Den Stör braucht man aber, glaube ich, noch. Aquarium? Hier nicht. Nee, Stör haben wir auch schon. Hier brauchen wir nur noch den Forellenbarsch, okay. So, Sandfisch. Öppa. Na, Aquarium. Sandfisch braucht man noch. Wunderbar, dann machen wir das. Wo hast du den denn? 600 geht sogar vom Preis her. So, Rhabarber. Strandschnecke. Bilde ich mir ein Platz ist noch frei gewesen im Aquarium. Genau, pass auf, dann nehmen wir die Strandschnecke mit, dann haben wir wenigstens das auch erledigt. Da ist die wenigstens auch gleich mit weg. Und 200 kostet jetzt auch nicht die Welt. Pinker Bürostuhl. Und hier haben wir noch im Herbst aussehen, braucht die gesamte Jahreszeit zum Wachsen. Aber es lohnt sich, das ist ja der Witz daran. Es würde sich ja lohnen. Ja, komm, ich nehme sie mit. Toller Geiz. So, okay, gut, da haben wir jetzt das. Bringen wir das zum Community Center. Vielleicht treffen wir ja die
die Mani noch dort vor Ort. Mal ganz kurz gucken, was Lea macht. Natürlich nicht zu Hause. So, bei Shane haben wir automatisch immer mehr Herzen. Schade. So, hier unten haben wir noch eine Edelwicke, die nehmen wir natürlich auch mit. Zack. So, ganz kurz gehe ich aber nochmal am Strand gucken. Man muss ja nichts liegen lassen. So, hier liegen natürlich Korallen rum, Ankro, Seeigel, die gute Lea steht dort unten rum. So, hier ist natürlich nichts zu finden. Eigenartig, eigenartig. So, Lea, meine Hübsche, na? Ich bin für den Klang des Meeres wunderschön, nicht? Ein neuer Freund. Ich bin für den Klasse. Ja, hast du ja gerade. Was? Kriegt man die Auszeichnung jetzt erst? Muss man jetzt nicht unbedingt verstehen, oder? So, da mal ein paar. Sag mal hier. Ein Artefakt für den Gunther. Da freut er sich bestimmt munter. Gut, So, einmal kurz hier rein. Dann hier rein. Dann hier ran. Und wieder raus. So, und bevor wir zum Community Center gehen, ganz kurz nochmal zum Strand zurück. Vielleicht haben wir Glück und Lea ist noch da. Wäre gut. Lea, wo bist du? Noch da, schön. Bitte sehr. So, und dann gehen wir jetzt ins Community Center, geben die zwei Sachen an, da haben wir die zwei Bündel nämlich auch gleich komplett. Komplett abgeschlossen. Das finde ich gut. So. Einmal die Schnecke. Bündel komplett. Dafür gibt es natürlich Futterreusen und dann bei den Spezialfischen, den Sandfisch noch dazu, Bündel komplett. Und dafür bekommen wir Matrosenteller. Mhm. Na dann, guten Appetit. Super, gut, da haben wir das jetzt auch, da können wir ja quasi am nächsten Tage mal die Reusen bestücken gehen. Ich weiß gar nicht, ob die bei uns im Fluss auch funktionieren oder ob die nur im Meer funktionieren. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. So, Sebastian. Aus der dunklen Zeit, aus der dunklen Stunde gleich herbei. So, bin ich erschrecken? Mal Mikrofon mal ein bisschen richten. Lalalala. Da, da, da. Oh, guck mal, was ist denn hier an Würmern los? So, prähistorische Handaxt. Und ein Buch, wie wasche ich Unterwäsche, Band 7. Da. Hier haben wir wieder Quarz fertig gehabt. Wir haben 10-mal Kupfer. Brauche ich eigentlich kein Kupfer mehr nachmachen. Denke ich zumindest. So, das Kupfer kann dort rein. Da haben wir das weg. Hier können wir das ganze Gesappel wegräumen. Dann die nehme ich mal mit hinter. Das, das und das auch, sowie auch das. So, das nehme ich auch gleich mit, weil ich das zu Fischfutter verarbeiten würde wollen.
So, hier ist wie gesagt das Gelee drinne, genau. Hier können wir jetzt die ganzen Samen mal reinwerfen, inklusive das, das. Erdbeeren hauen wir mal kurz hier mit rein. Die Hacke kann ich hier mit reinhauen, die brauche ich jetzt nicht. So, die Reusen lasse ich mal am Mann. So, war jetzt hier irgendwas, was ich noch mitnehmen musste? Nein. Okay. So, hier kommt das Gelee rein. Das muss bloß fertig blubbern. Ist hier irgendwas drin, was der Gunther haben will? Das? Er war hier nicht. Und hier haben wir Holz und so eine Späße. Okay, hier brauchen wir also auch nichts davon. Gut, also die Reuse. Das Zeug. Das ist Gunther. Nein. Das Essen. Ja, ich lasse es erstmal Mann. So, hier müssen wir uns dann jetzt auch gleich mal. Scheiße. Nicht nachgedacht. Dafür brauche ich erstmal eine neue Kiste. Brauche ich eine Kiste für Fisch? Wer hinten nichts hinstellen kann, ich frage es mich. So ein guter Spot dafür. Auf Fisch stelle ich da jetzt hin. So, da kommt jetzt alles, was Angeln ist, dort rein. Das, Seetang. Fische hier. Das, 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 das. Au. Kommt jetzt alles hier rein. So, damit wäre das zumindest erstmal erledigt. Was haben wir jetzt hier noch drin? Hier haben wir noch dieses ganze sonstige Gedöns drin, beziehungsweise Mayonnaise. Stell ich jetzt dahin und mache die Mayonnaise dann jetzt ab sofort erstmal damit rein. So. Genau. Da ist das auch weg. Dann. So, hier haben wir jetzt noch drin, ja, an sich alles, was sonstiges ist. Kann man ja so sagen, wie es ist. Ist ja sonstiges. So, zack, einmal abgerissen. Da haue ich alles, was sonstig ist, hier hinten hin. Mach die Kiste aber rot. So. Nein, Holz nicht, aber das alles. Hauen wir jetzt da rein. So, die Kiste mache ich blau. Kennt man vielleicht dann auch besser. So, das lasse ich so, wie es ist. Die Kiste machen wir aber schwarz. Finde ich, vielleicht ist die beste Möglichkeit. So, dann ab ins Bett. Kurz Hundi streicheln. Wetterbericht. Morgen wird's Ding klar und sonnig. Ab ins Bett. Los geht's. So. Ja, haben wir wieder einiges verkauft. Was hat denn hier so viel Geld gebracht? Ach, die Regenbogenmuscheln. Okay. So, da haben wir ja wieder einiges. Gut, nein, das wollte ich doch. Nein, hör mal auf. Nein. So. Raffinierter Stein, den machen wir jetzt dort mit rein. Dann benötige ich dann später Stein. Das können wir dann noch machen. Ja. Gut, dann auf erstmal zum täglichen Gießen. Hier ist eine Sternfrucht fertig. Wunderbar. Einmal abgeben. So, der Mais ist auch fertig. Da freuen wir uns sehr. Und wir brauchen ihn nicht gießen. Das freut mich umso mehr. So.
Und wir haben sogar 5 Mais bekommen, die gelben Stern haben. Da haben wir das wenigstens auch direkt fertig. So. So, direkt mal Wasser holen. So, erstmal hier meine 2 Pflanzen, die ich gerne mal vergesse. Hammer. Und jetzt schön das Getreide hier gießen. So. Haben wir das? Die Blaubeeren gießen, wo uns ja eine durchs Gewitter anscheinend abhanden gekommen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die 2 Tage vergessen habe zu gießen. Das kann ich mir nicht erklären. So. Das würde nicht mehr reichen, denke ich mal, in der Kanne. Sag ich doch. Da dam dam. Dam da dam da dam da 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 dam. Dam dam da dam da dam ba dam ba da dam. Gut, hier. Hammer. So, das hier noch. Und dann noch hier. Jetzt gieß mal hier noch alles schön fleißig. Ja. So, jetzt will ich ganz kurz gucken. Uns fehlt für den Qualitätssprenkler fehlt uns immer Gold. Okay. Das musste ich jetzt nochmal nachschlagen, das wusste ich nämlich nicht mehr. So, dann rein in die Truhe, da kann der Mais rein, das können wir verkaufen. Da verkaufen wir nur 1 davon, das da kann rein, das da kann rein, der Rest wird verkauft. So, gut, da haben wir jetzt das. Haben wir die Kiste grün. Also ganz kurz hier mal rein, ob hier irgendwas Interessantes ist, nein. Raffinierter, der raffinierte Stahl ist fertig. So. Hey. Nein. Scheiße. Ich hab's nicht aufgepasst gerade. Ach, so ein Mist. Jetzt muss man warten, bis der nächste. Na gut. So. Ärgerlich, ärgerlich. So, Ei. Nein, nein, das machst du nicht. Nein, hör auf damit. Mensch, der Junge ist furchtbar. So. Hühnchen, da ist es. Bock. Bock macht's. Hör zu. Mayonnaise-Maschine. So, jetzt bringe ich das also wieder zurück. Ach, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Da haben wir jetzt das, das, das. Das, wie gesagt, bringen wir jetzt zum Gunther. Hier haben wir den Köder. Da haben wir direkt mal 225 davon hergestellt. So, Freunde. Da haben wir das, das, das und das. Holz nehme ich mal ganz kurz mit, also beziehungsweise ich nehme eine Kiste mit, weil ich würde dann ganz gerne mal was probieren wollen. So, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Passt. So, hier brauche ich nichts mehr. Und das haben wir ja alles soweit so gut. Achso, die 2 Sachen nehme ich mal auch mit. Aber wenn wir sowieso einmal Richtung Strand gehen, können wir ja auch gleich mal gucken, ob wir beim guten Willi, beim Willi ohne Wonka, das Zeug loswerden können. Ja, da fährt ein Zug.